Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und heute will ich heute wieder so einen kleinen Pet-Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Rätsel-Pet. Und zwar ist das eins, das wir hier im Azublauen Gebirge bekommen können. Wir haben einmal das Schneeklauen-Junges. Und dieses Schneeklauen-Junges ist ein bisschen blöder zu kriegen, denn wir müssen erstmal ein kleines Pet finden. Und zwar schimpft sich das Urzeit-Bären-Junges. Und dieses Urzeit-Bären-Junges, ich zeige euch mal, wo das ist. Ich befinde mich hier oben im Azublauen Gebirge auf den Koordinaten 67, 19. Und wie ihr schon seht, bei Handy Notes steht hier dran, wir brauchen verschiedene Sachen. Insgesamt brauchen wir zwei Materialien. Einmal Flunkerflatschen, schimpft sich das. Das ist ein Fleisch, kriegen wir von Fröschen. Kann man sich für 20 Gold im Mark kaufen, brauchen wir drei Stück. Und dann brauchen wir noch einen Honig-Imbiss und das hat auch nur 10, 15 Gold im Haar gekostet. Das kriegt man theoretisch von einem Händler hier bei der Küste des Erwachens. Da gibt es hier in der Höhle so einen Händler, der verkauft es, wenn man hier diesen Buff drauf hat, den man von dem einen Mob aus dem Sack kriegt. Macht es nicht, kauft die beiden Dinger einfach im Aha. Ihr kauft beides zusammen für unter 100 Gold. So habe ich es auch gemacht. Das andere viel zu viel Aufwand, das selber zu farmen. So, sobald wir das haben, können wir einmal hier hin und dieses Urzeit-Bären-Junges quasi, diese Materialien geben und dann kriegen wir das Pet. Leider ist das Ganze nicht ganz so einfach. Und zwar, wenn ihr jetzt dahin lauft, seht ihr, läuft es von mir weg und hat Angst. Die Problematik ist jetzt, wir müssen dafür sorgen, dass es keine Angst vor mir hat, dass wir es einmal das Zeug füttern können und dementsprechend auch das Pet kriegen. Das Problem ist, mit meinem Main kann ich das hier nicht mehr machen. Und zwar brauchen wir nämlich einen Titel. Diesen Titel kriegen wir über eine Questreihe. Das Problem ist, der wird nach einer gewissen Zeit entfernt. Wenn ihr die Questreihe am Anfang der Expansion gemacht habt und dementsprechend dann ein paar Tage schon irgendwas anderes gemacht habt, mir wird auch gesagt, wenn man Server hoppt, wird er entfernt. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob das Intended von Blizzard ist. Wenn es Intended ist, dann ist es eine ziemlich miese Angelegenheit. Auf jeden Fall, falls ihr die Questreihe, die ich euch gleich mal zeigen werde, schon gemacht habt und den Titel nicht mehr habt, dann Glückwunsch, müsst ihr das gleich machen wie ich auch. Ihr müsst mit einem neuen Twink quasi die Questreihe nochmal machen. Und zwar sind wir jetzt hier in Taldrassos. Und zwar einmal den Waldraken der Hauptstadt, hier oben bei den Koordinaten 72, 65. Und hier haben wir eine Dryade stehen. Das ist diese Dame hier. Und die hat eine Questreihe. Das sind, weiß ich nicht, 4, 5 Quests. Das sind nicht viele. Man muss da unter anderem auch so ein Kochmaterialien am Ende holen und dann so Enten verfüttern. Da wisst ihr, dass ihr die letzte Quest habt. Und wenn ihr diese letzte Quest abschließt, kriegt ihr einen Titel. Und diesen Titel, das habe ich mir jetzt gerade nochmal gemacht, hier mit dem Hexenmeister. Und der Titel schimpft sich Ehrendryade. Und den braucht ihr. Und nur dann könnt ihr auch das Ganze machen. Gut, ich habe das jetzt dann, wie gesagt, die Questreihe mit einem Twink nochmal neu gemacht. Bin wieder hierher geflogen. Einmal, ich zeige es nochmal hier oben, in Taldrassos 67, 18. Und jetzt ist es so, dass wir unsere Materialien brauchen. Also drei Flunkerflatschen und ein Honigimbiss. Und wenn ich jetzt dahin laufe, dann rennt es zwar trotzdem weg, das Viech, aber es ist nicht gefiert quasi. Und ich kann hier einmal draufklicken. Wenn ich draufklicke, starten wir kein Pet Battle, sondern kann die Materialien einfach dem hier geben. Und tada, da haben wir das Viech einmal im Inventar. Das können wir lernen. Ich glaube, verkaufen können wir es nicht. Jetzt muss ich mal schauen, ob man es theoretisch auch eintüten kann. Doch, man kann es in den Käfig setzen. Das kann ich mal mit Main schauen, was das aktuell wert ist. Denn man kann es theoretisch ja somit nur einmal pro Char machen. Und das dürfte dann ein bisschen seltener sein. 60.000 Gold. Theoretisch könnte man damit auch Gold verdienen, muss halt diese Questreihe jedes Mal machen, das Zeug kaufen und rüberfliegen, muss man sich überlegen, ob sich das vielleicht für den einen oder anderen rentiert. Ja, gut, soweit so gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Pet-Guide. Mehr ist es tatsächlich nicht zu tun. Wenn ihr, wie ich, das Problem habt, dass ihr mit Main die Questreihe hier schon gemacht habt und den Titel nicht mehr habt, also Ehrendryade heißt der, dann müsst ihr das mit einem anderen Char neu machen. Außer Blizzard fixt das Ganze in der Zukunft und dann könnt ihr das auch mit eurem Main nochmal angehen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Viel Spaß beim Nachfarmen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.